So, erstmal Entschuldigung für das Ende der letzten Folge. Mir ist da so ein kleines Malheur passiert. Und zwar habe ich vergessen, zum Schluss mein Mikrofon wieder anzuschalten. Sollte aber, ich hoffe, das macht keine Probleme so weiter. Ja. Und jetzt kommen wir zum Auswahlbildschirm. Für halt dieses Gebiet, ja. Für das Einsatzgebiet. Und wir haben jetzt die Entscheidung. Entweder nehmen wir Hampton Road sein oder die halt die Air Force Base. Ja, und ab hier können wir dann auch, glaube ich, soweit ich weiß, ja, wie soll ich sagen, die Schwierigkeitsgrad bestimmen. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, hier würden wir die Luftverteidigung bekommen, hier würden wir die MPTs. Angesichts der Tatsache, dass ich weiß, dass das eine Kommandomission ist, würde ich die zuerst machen und dann die hier. Weil die MPTs können uns in der Mission wirklich sehr hilfreich sein, zu viel schon mal gesagt. Und ich würde sagen, Hampton Roads. Road ist auch ein kritisches Ziel, Commander. Als Nott den Hafen einnahm, schnitten sie nicht nur unseren Nachschub ab, sie haben sich auch verstärken können. Sie sollten den Stützpunkt infiltrieren, das Radar deaktivieren und die Truppen ausschalten. Wir stellen ihnen unsere besten Kommandos zur Verfügung. Wobei Kommandos, ehrlich gesagt, ja, übertrieben ist, das ist eine einzige Einheit, mit der wir da gleich durchflexen werden. So viel ist schon mal, so viel ist schon mal gesagt. Ja. Und ich habe das jetzt, während ich gesprochen hat, auf schwer eingestellt. Ab jetzt geht es nämlich. Und ich würde sagen, auf geht's in die Mission. Ja, hier könnt ihr noch mal so eine kleine Zusammenfassung lesen. Hier stehen sogar noch so ein paar andere Daten, so Sachen mit drin, wie zum Beispiel mit die Bomber und die Schlachtschiffe. Ja, ich würde sagen, auf geht's in diese wunderschöne Mission. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. Zerstören Sie diese Operationszentrale, damit Nott keine Verstärkung anfordern kann. Ja, und was ihr hier seht, ist unsere Kommandoeinheit von der GDI. Die ist relativ stark. Und ja, an und für sich eigentlich eine richtig, also richtig gute Einheit. Kommt mir bekannt vor. Problem an der Sache ist, die kann ich auf Lufteinheiten schießen, aber ich würde sagen, wir rücken ja erstmal vor. Und ihr habt natürlich auch ein Jetpack. Geht klar. Sprich, wir könnten hier eigentlich drüber hüpfen. Allerdings werde ich das nicht tun, weil ich weiß, was das für Leute sind. Ja. Die haben den Flammenwerfer. Das dauert nicht lange. Und Infanterie und Flammenwerfer. Das verträgt sich bekanntermaßen nicht so gut. Kommt mir bekannt vor. Da kann ich rüberfliegen. Ja, ist mir egal, ob du da rüberfliegen kannst. Ich will denen dann nicht irgendwie reinhüpfen, weil die haben nämlich, wie gesagt, Flammenwerfer und ja. Ist nicht ganz so pralle mit dir. So, was kann die Einheit noch? Ja, Gebäude sprengen. Ich habe ein Geschenk für euch. Einsatzziel erreicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Schlachtfeld erweitert. Oh, guck mal. Wir Schiffe. Nicht nah genug ran, solange uns die Bomber angreifen. Empfangene Nachricht. Nordbomber verhindern die Unterstützung durch unsere Flotte. Zerstören sie den Hangar, um die Gefahr zu beseitigen. Okay. Ich glaube, da werde ich jetzt gleich mal den Hangar da angreifen. Bin unterwegs. Ja, wir laufen hier einfach mal lang. Mal gucken, wo wir rauskommen. Und auf wen wir noch so alles treffen werden. Okay. Guckt mal. Warte mal. In einer der Kisten sind sicher Vorräte. Ich bin da. Nehmt das mal ein, mal gucken, was da drin ist. Geheimdienst bin schon da. Aktualisiert. Positiv. Ach, da hat sich geheilt, okay. War vielleicht ein bisschen sinnlos. Mach die erstmal kaputt, weil. Ja, auf jeden Fall haben wir Geheimdienstdaten. Das verschanzt. Ach, das könnte man noch sich angucken. Das ist noch von der letzten Mission. Ja, ungenutzte Möglichkeiten. Die Container, was sie machen, habe ich euch schon gesagt. Der letzten Mission. Hier ist nochmal so eine Zusammenfassung wahrscheinlich. Nochmal was zum BMT. Noch ein bisschen was zu den Grenadieren. Hier ist nochmal ein bisschen was zu der Kommandoeinheit. Und ja, haben wir noch was in den Archiven? Jawohl, die Bruderschaft von Nott. Okay, haben wir noch mal so ein bisschen Geschichte zu Nott. Wie gesagt, wer will, kann sich's durchlesen. Ich scroll das einfach bloß durch, damit sie auch jeder alles lesen kann. Du gehst mal. Zimmermädchen hübsch sind? Ja, das bezweifle ich, das hoffe ich doch. Geh mal rein. Guck mal, da ist ein Fass. Wir schießen da mal drauf. Und auch mal da drauf. Und auch mal da drauf. Okay, gegen Fahrzeuge machst du definitiv nicht allzu viel Schaden. Yo. Komm mal wieder raus. Okay.
Ja, und oh, ja. Flieg mal hinüber, da kannst du gleich das so anbringen. Für ein Feuerwerk. Das Kraftwerk kannst du auch nochmal mit kaputt machen. Guck mal, da unten kommen noch mehr Freunde. Wir haben ein neues Bonus hier bekommen. Und zwar, die müssen nur mit dem Kommando abschließen. Und ich werde mal ganz kurz die Aufnahme pausieren, weil ich muss mal ganz fix auf Toilette. Bin gleich wieder da. So, ich wäre damit jetzt eigentlich soweit erstmal wieder da. Und ich würde sagen, wir machen mit der Mission jetzt erstmal weiter. Bin schon da. Lass dich von den Typen da nicht erwischen, die können mich ganz böse sauer machen. Markieren ein Ziel. Empfangen Nachricht. Erobern Sie Hampton Roads zurück, indem Sie den Nordstützpunkt zerstören. Okay, wird gemacht. Meine Gute. Aber wir werden das, wie gesagt, ausschließlich mit dem Kommando machen, weil ich will die, das Sekundärziel da haben. Geheimdienstdaten aktualisiert. So, Geheimdienstdaten, zeig mir, was gibt es da Neues? Geist in der Maschine. Okay. Zeig mal her. Okay, auf jeden Fall, ich habe es gerade mal so ein bisschen überlesen. Also schnell mal durchgelesen, so ein bisschen überflogen. Ist auf jeden Fall interessant, was da drin stand. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nochmal so ein paar allgemeine Informationen zur Vorgeschichte waren das eigentlich. So, wir können jetzt die Ziele bombardieren. Das können wir allerdings nur machen im Sichtbereich unserer Scharfschützen. Das sind die Jungs, ja. Werde ich halt wie gesagt nicht nutzen, da ich das mit der Kommando-Einheit ausschließlich jetzt machen werde. Und wo ist der Feind? Ja, wo der Feind ist, das wirst du gleich herausfinden, mein Freund. Fangen wir mit denen an. Machen das mal kaputt. In den Staub. Bin schon da. Okay, ich bin da. Ich tue einfach mal so, als wäre der nicht da. Ich mach das. Sehr schön. Unterwegs. Das war wahrscheinlich eine Heilung, so wie ich das gerade gesehen habe. Ey, du Moppet, lass mich doch mal in Ruhe. Du gehst mal auf die Nerven. Komm mal um die Ecke. Das dauert nicht lange. Sehr schön. Schön reingelegt, mein Freund. Und... Okay. Springen wir hinein, hier gibt's noch irgendwas. Ja. Einheit befördert. Ach, da gab's einen Rang. Okay, der Typ ist jetzt Elite. Ich bin da. Könnt ihr ja durchschießen? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, was ihr hier gerade macht, gefällt mir überhaupt nicht. Springen bitte in die Richtung da raus. Ich will dich nicht verlieren. Okay, da ist jetzt auf Maximalrang und ihr seht, der Typ ist jetzt scheiße stark gegen Infanterie. Alter, lasst mich in Ruhe mit euren scheiß Flammenwerfern. Ich will das nicht. Alter, macht sie einfach weg. Und gegen Fahrzeuge ist so lala. Kann ich irgendwie noch in den Hinterhalt locken? Obwohl, da bekommen die eigentlich auch so ganz gut klein. Und sogar sehr gut. So, was haben wir jetzt noch übrig? Wir haben jetzt eigentlich noch die Basis. Okay, so groß ist die eigentlich nicht. Kann ich da einfach hier drauf schießen? Okay, vor dem da habe ich allerdings Respekt. Einheit wird angegriffen. Nach oben. Vor den Jungs habe ich hier Respekt, weil das. Die können gefährlich werden für ihn da. Weil das sind Flammenpanzer und das sind die Typen, warte mal, wo sind sie? Das sind die Typen auf Anabolika. Ich bin da. Okay, die Flammenpanzer haben wir soweit ausgeschaltet. Und jetzt ist eigentlich bloß noch ein bisschen Aufräumarbeiten erledigen. Ich würde mal sagen, erstmal die da. Sämtliche Infanterie hier wegflexen und jetzt ist erstmal das Ding sprengen. Einfach damit die Fahrzeuge nicht mehr repariert werden können. Aber guckt euch mal an. Ich glaube, das ist Epileptiker, oder? Also. Bin unterwegs. Zumindest sieht das so aus. Okay, mit dem Motorrad, da macht er eigentlich kurz den Prozess. Wie ich das gerade sehe. Mein Epileptiker. Und ja. Mach mal die Kaserne kaputt. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, räuche mal die Basis wieder komplett aus. Also alles, was geht, kaputt machen.
Und wie ihr schon gehört habt, es ist der Gedanke dazu. Gut, das Einzige, was ich nicht kaputt mache, sind die Silos hier. Positiv. Weil, obwohl, die gehören eigentlich mit zur Basis. Und los. Mach's mal mit kaputt. Ich habe ein Geschenk für euch. Puff. Und nochmal. So, ja, was ist noch übrig? Kran, zwei Kraftwerke und das Technologiezentrum. Ich habe ein Geschenk für euch. Hier ist euer Geschenk. Wir marodieren hier mal einfach mal durch. Eine Überraschung dabei. Ja, zeig mir lieber mal die Überraschung. Der Hafen ist verloren. Kein wird außer sich sein. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ziel erreicht. Ich gebe ihm eine Spezialbehandlung. Mission erfolgreich. So, und damit hätten wir, glaube ich, die Mission jetzt soweit gewonnen. Hier nochmal so ein paar Endstatistik. Okay, das ging wirklich sehr, sehr fix. Aber ich denke mal, die ersten Missionen gehen prinzipiell ein bisschen fix und damit haben wir es auch auf schwer erfüllt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel noch nie auf schwer durchgespielt. Das Höchste, was ich geschafft habe, war, glaube ich, auf normal und das bis zur Hälfte und dann wurde es mir selber zu schwer. Aber das ist auch schon Ewigkeiten her, wo das passiert ist. Also, wir sollten das eigentlich ganz gut hinbekommen. Geheimdienstdaten haben wir auch alle. Und an der Stelle würde ich erstmal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.